Heute bei der letzten Auslieferung in Laso. Wir liefern wie immer, kann man ja schon fast sagen, viermal das 443 aus. In dem Fall die letzte Lieferstraße. Man sieht hier gerade die zweite Kabine für heute. Der herrlichste Sonnenschein. Was sagst du? Läuft alles nach Plan gelaufen? Alles nach Plan gelaufen. Das Wetter war ein bisschen mittig. Aber wir haben es trotzdem hinbekommen, um alles rechtzeitig fertig zu kriegen. Wir müssen jetzt noch wenn die Boote auf den Ponton liegen, die Pumpen einbauen und das sind wir. Naja, irgendwie ist man ja auch froh, wenn alles fertig ist. Ja, wenn man so sieht, die letzten Häuser jetzt im Wasser und alles hier. Mit einem Lachen und mit einem Bein in den Augen. Genau. Muss man mal wirklich so sagen. Viele tolle Kundengespräche hier gehabt am Drehendorfer See, viele tolle Leute kennengelernt und es ist echt ein schöner Fleck hier. Naja. Muss man mal muss und man heute auch noch sagen. Mal das Wetter dazu, das ist einfach ein Traum. Die Sonne scheint zum Abschied. Ja. Junge Frau und dann so ein großes Auto, Schwerlasttransport. Wie kommt man dazu? Ich bin damit aufgewachsen. Papa hatte mich von klein auf immer dabei gehabt und dann wollte ich das auch machen. Jo, ist das nochmal gut. Jo. Geschafft? Geschafft. Ja, herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Kanzler von der Stadt Vetschau. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind und dass wir zum Projektabschluss vom Grebendorfer See, den schwimmenden Häusern, hier ein paar O-Töne mal einfangen können. Dann haben wir erstmal Herrn Kanzler, hallo. Ja, auch hallo von mir. Ja, und Herrn Storm, hier den Projektmanager vor Ort, der die ganze Anlage verwaltet und der auch die ganzen Feriengäste begrüßt und entsprechende Urlauber in Empfang nimmt. Herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Hallo, sehr gerne, hallo. Ja, vor 4 Jahren circa haben wir ja hier auch schon mal gestanden und konnten über Ihren schönen See schauen und hatten die Vision, schwimmende Ferienhäuser zu errichten. Heute sind sie mit Projektabschluss sozusagen Wirklichkeit geworden. Wir haben jetzt in der ersten Steganlage 4 schwimmende Häuser liegen und auf der zweiten 16, sodass wir also mit insgesamt 20 schwimmenden Ferienhäusern hier vor Ort unsere Urlauber begrüßen dürfen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da ein paar Worte zu sagen können, wie denn bei Ihnen in der Stadt dieses Projekt unterstützt und angekommen ist. Ja, das mache ich natürlich gerne. Also heute wird halt die Vision von damals mehr der Wirklichkeit zugeführt. Also wenn jetzt die schwimmenden Häuser alle im Wasser liegen, dann sind die 16 neuen Häuser und die 4 anderen, die vor Jahren schon eingeschwommen wurden, hier vor Ort befindlich am Grebendorfer See, dem See, wo in Brandenburg die schwimmenden Häuser sind. Da bin ich sehr froh und auch sehr stolz drüber. Bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit, auch wenn es natürlich ein Stück weit Weg war, aber das ist bei den meisten Projekten so, dass es nicht von alleine geht, dass es kein Selbstläufer ist, sondern dass man da viel für arbeiten muss. Das ist hier gelungen und die Landseite wird auch noch entwickelt, aber da bin ich optimistisch und hier vor Ort mit unserer Perle, dem Grebendorfer See, das, was da passiert, ist einfach nur eine gute Sache. Ich bin sehr froh darüber.
Und kann der Urlauber hier vor Ort dann irgendetwas unternehmen? Bekommt er bei Ihnen Fahrräder ausgeliehen oder sonst dergleichen? Was gibt es da? Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten, die aber noch in Entwicklung auch sind. Also es wird erstmals 2023 eine eigene Fahrradverleihstation geben. Wir bieten dann auch jetzt schon bereits in den letzten Jahren die Stand-Up-Paddle-Vermietung halt an. Ja. Es wird noch mehr Wassersportmöglichkeiten geben. Es gibt jetzt auch schon Wasserfahrräder. Man kann tatsächlich mit Fahrrädern über den See fahren, was ganz Besonderes. Da wird noch viel vorbereitet. Da gibt es auch eine neue Mitarbeiterin bei uns im Hause, die auf 1.1. tatsächlich sich hauptsächlich damit beschäftigen wird, bis hin auch zu geführten Wanderungen. Und natürlich auch das Kennenlernen des Spreewaldes. Das ist für viele aus dem besten süddeutschen Raum, die im Sommer kommen, häufig dann doch immer noch neu. Und wir haben ja einen riesen Vorteil hier mit diesem See, dass wir am Rande des Spreewaldes sind, der ja hier endet mitten im See. Und wir sind der nördlichste See hier vom Lauzer Seenland. Und diese beiden Marken sind so stark und so gut eigentlich mittlerweile vernetzt, zumindest gegenüber den, ja, den Nachfragern, dass wir sehr optimistisch sind, dass wir auch die Vielzahl von den schönen Ferienhäusern vermieten.